Hallo und schön, dass ich euch heute wieder begrüßen darf zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks. Und zwar mit einem Panzer, der es mir selbst sehr angetan hat. Und zwar der Panzer 58 Mutz mit seinem charakteristischen Bären hier aufgemalt. In dem Fall ja eigentlich ein Schweizer Panzer, aber die Deutschen hier bei World of Tanks dürfen sich freuen, dass sie den bei sich im Tech Tree haben. Ist ja ein Premium-Panzer, Tier 8 mittlerer. Und dementsprechend muss ich sagen, der macht echt viel Spaß, gerade für alle CDC-Liebhaber, die den Panzer gut finden und sagen, sie brauchen noch einen deutschen. Der Mutz ist wirklich sehr nah dran. Und ich kann ihn nur empfehlen. So, wir haben natürlich Minen, 212 Durchschlag, 259 mit Premium und natürlich HE Harder auch noch am Start. Top-Tier ist er hier. 6er, 7er, 8er. Den 5er Scout lasse ich jetzt einfach mal aus meiner Erzählung außen vor. Aber von der Panzerung her ist es eh wurscht, weil Panzerung hat er trotzdem keine. Also auch da wieder CDC. Wer Panzerung will, der sollte nicht den Mutz sich kaufen. Der ist halt wirklich für die Liebhaber von einem schnellen Premium-Panzer, der gut in Tritt kommt, der vernünftige Kanone hat. Sehr schöner Hit. Für den ist es was. Also ich persönlich mag ja genau die Spielweise, so wie es der Mutz eben erfordert und diese halt bringt. Man kann ein bisschen die Flanken wechseln, sonstiges. 10 Grad Neigungswinkel der Kanone. Sieht man hier ganz schön. Kommt da gut auf den AMX drauf, der irgendwie scheinbar jetzt hier gerade AFK ist. Aber ja, das würde ich auch ausnutzen. Hinter ihm muss er nur aufpassen, der TVP, dass der hier ordentlich deckt. So, jetzt ist der AMX aufgewacht, denkt sich, oh Mist, da hat die Mama gerade gerufen und schon sind mal 400 oder fast 1000 Struktur schon mal weg. So, der kann sich nicht so weggehen scheinbar, was er da vorne machen soll. Aber dem Mutz wird es recht sein. Noch 14 Hitpoints. So, genau. Ah, jetzt kommt er nicht ganz runter mit der Kanone. Jetzt muss er so weit vorfahren und jetzt nimmt den auch raus. Sehr schön. So, der Indian will da so langsam hochdrücken. Artis zielen auch hier rüber, hat man gerade gut am TVP gesehen. Und er umfährt jetzt mal, dass er da die Seite deckt, wenn der Indian da hochkommt, dass er auf ihn wirken kann, so wie hier. Perfekt gemacht. So, und jetzt noch mit einem Schuss nimmt den raus. Sehr schön. Ja, er ist fleißig. 2000 Damage schon gemacht. 10 Treffer. So, ES. Hat ihn da in der Fahrt getroffen, hat ja auch eine sehr genaue Kanone, ist ja bekannt, der ES, dafür, dass er aus der Fahrt die präzisesten Schüsse raushauen kann. So, er verschafft sich hier mal ein bisschen Übersicht. Und da drüben, auf den Super Pershing. Ah, die sind aus seinem Team alle schon weg. Da hat der Gegner, hat man zu Beginn recht gut gesehen, schon ordentlich Gas gegeben auf der Linie. So, A43. Den will er jetzt. Der prallt echt auch da noch ab auf die Distanz mit dem schnellen Aim. Aber jetzt vielleicht. Ja, jetzt geht's besser. Hat er mehr Zeit gehabt. Und der Super Pershing hat ihn noch nicht aufgemacht, so wie das sieht. So, jetzt sehr gut. Kurz gewartet, nicht sofort geschossen. Und wieder vorne aufs Laufrad drauf. Und jetzt schießt der Super Pershing mal zurück, aber er lädt schneller nach. Das heißt, er kann hier den nächsten... Ah, da hat er ein bisschen zu früh zurückgezuckt. So, jetzt hat er geschossen. Jetzt oben auf den Turm drauf, weil er jetzt so ein bisschen die Fahrt verändert hat und die Position, wie er sich stellt.
10-11 steht es gerade, wobei beim Gegner eben noch zwei Artis am Start sind. So, jetzt. Und jetzt hat er geschossen. Jetzt könnte er eigentlich die Chance nutzen. Aber der Centurion macht's da weg. Und wie gesagt, er muss immer weiterhin aufpassen, nachdem er hier so oben lange gespottet war, dass die Arti sich jetzt nicht gleich für ihn interessiert. So, nur noch zwei TDs und zwei Artis. Also da weiß man, die sind in der Basis anzutreffen. Leider jetzt keine Arti mehr von seinem Team am Start, die wäre jetzt hilfreich. Ein bisschen spotten, warten, Arti machen lassen. Fertig. So, da ist der Rheinmetall, da ist er offen. So, da wurde geschossen. Ne, da ist ein Stein. Ja, genau. So. Rheinmetall. Weg ist er. So, und jetzt kann er sich mal ein bisschen auf die Arti konzentrieren. Nummer 1 sitzt. Ich weiß jetzt übrigens nicht, warum er jetzt hier die Munition gewechselt hat. Vielleicht wollte er sicher gehen oder wollte HE für den Rheinmetall wählen. Also da jetzt gerade war es nicht nötig. Ja, jetzt hat er es, glaube ich, gesehen. Oder er wollte sicher den Schaden machen. Keine Ahnung. Einen Kill braucht er auf jeden Fall noch für den Krieger. Wow, war der knappe über ihn drüber. Alter Verwalter. So, die Su jetzt, die auf ihn schießt. Ah, schade. War halt natürlich sehr wenig Fläche für ihn da zu treffen. So, der Centurion kommt jetzt rum, schießt da HE und er kann den Krieger klar machen. Sehr gut. Und jetzt fährt er hier den Berg runter, will Richtung Arti, aber ich denke mal, der Centurion wird es klar machen. Oder? Geht schon in die Richtschützenansicht. So, da ist er. GW Panther. Aber er hat hier den schlechteren Weg. GW Panther schaut jetzt auf den Centurion und ja, da konnte er nichts machen. Legt er so noch eine kleine Slapstick-Einlage hin. Ja, schöne Runde. Ich denke mal, der Mutz hat definitiv seine Vorteile und natürlich auch Nachteile, aber hier kriegt es jetzt 115.000 Credits am Ende der Runde raus. Er hat 4.956 Schaden gemacht und 772 unterstützt und zeigt mir mal wieder, warum ich den Panzer so spaßig finde. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung zu dem Panzer schreiben, ob ihr ihn habt und wenn ja, wie ihr ihn findet. Ansonsten weiterhin viel Spaß bei World of Tanks, euer Alcaramba.